Einst schienen die Rohstoffe endlos zu sein. Aber 2030 begann die große Energiekrise. Als unsere Welt beinahe aufgebraucht war, schufen die Weltmächte die World Space Agency, um jenseits der Erde Antworten zu finden. Diese Antwort lautete Helium-3. Das energiereiche Isotop wurde auf dem Mond im Überfluss entdeckt. Damit würde die Menschheit ihren Energiebedarf auf Jahrzehnte decken können. Im Jahr 2032 wurde der Mond kolonisiert. Unter Anleitung des Lunarrats konstruierte die WSA mehrere Siedlungen zur Helium-3-Ernte und Verarbeitung. Ein revolutionäres Energienetzwerk übertrug diese Energie zur Erde. Der Mikrowellenenergietransmitter oder MPT. Für eine Weile schien alles gut. Doch eines Nachts im Jahr 2054 gingen die Lichter aus. Keine Energie. Der MPT war offline und die Verbindung zu den Mondkolonisten brach ab. Aus Mangel an Ressourcen, um eine Rettungsmission zum Mond zu starten, wurde die World Space Agency 2055 aufgelöst. Aber eine kleine Gruppe früherer WSA-Kolonisten weigerte sich, den Untergang zu akzeptieren. Um das Schicksal der Kolonie zu ergründen und den MPT zu reaktivieren, bereiteten sie eine Mission von einem verlassenen Raumhafen in der Wüste vor. Jetzt, 2059, sind sie bereit, einen Astronauten zum Mond zu senden. Niemand weiß, was ihn dort erwarten wird, aber die Mission ist klar. Gib uns den Mond zurück.